Da sind wir wieder bei Portal 2. Moin Moin erstmal und ja, wir versuchen weiter GLaDOS zu besiegen. Das ist sozusagen die künstliche Intelligenz, die die ganzen Räume hier erschafft. Das ist der nächste Raum. Wir schauen mal, was wir hier jetzt machen können. Was ist denn hier drauf? Da fällt ein Würfel runter, da fällt ins Wasser. Okay, wir brauchen eine Lichtschranke denn, also wie die da hinten. Die jetzt gar nicht so leicht zu finden ist, denn wie man sieht, geht die dahin. Okay. Und da eine Lichtschranke. Und wir wollen von der anderen Seite. Wie komme ich, zur anderen Seite hin, ist die Frage. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja, das war dumm. Oh Gott. So. Ich will jetzt gar nicht, kann ich von hier da durchschießen, weil ich ein bisschen nicht daran gehe. Ja, das geht nicht. Das funktioniert also nur so, okay. Müsste doch auch funktionieren. Nein, das war dumm. Ich dachte, ich könnte vielleicht durchs Portal so hinschießen, dass man... Naja, klappte nicht, wie man gesehen hat. Aber dann klappt es, glaube ich, anders. Passt mal auf. Nämlich so. Kann jetzt einfach drauf gehen, oder? Okay, jetzt haben wir den schon mal hier. Und dann schauen wir den, machen wir den jetzt mal hier hin. Ah, falschen benutzt. Das war ja blöd. Nochmal. Das war ja blöd. So, jetzt müssen wir den hier benutzen. Dann können wir den Würfel fallen lassen. Okay. Die Frage, ob wir den direkt hier weitergehen dürfen. Dann können wir den da runterschmeißen. Ne, das können wir nicht. Da brauchen wir wieder Lichtschranke. Okay. Passt mal auf. Okay, wenn ich jetzt dahin schieße, dann müsste ja die Lichtschranke da runter gehen. Ah, bumm. Ah, ist das Wasser gefallen. Mann, das war jetzt blöd. Das war jetzt blöd, also nochmal. Zack. Okay, nochmal. Gut, hier mal durch.
Gibt schon eine andere Möglichkeit, das zu machen, aber jetzt habe ich die. Klappt jetzt für mich. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Ah, cool, danke. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ist auch ein fieses Schwein. So, jetzt habt ihr gerade Zeit, nochmal schnell das Abonnieren zu drücken. Ich muss ein bisschen Werbung dafür machen zwischendurch. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Und? Schwierig. Okay, da kann ich ganz gut treffen, da. Ich hasse dich nicht. Schneller als sie. Das ist doch gut. Oh. Naja, schneller als GLaDOS zumindest. Vielleicht treffen wir unsere kleinen Freunde wieder. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Okay. Aha. Aber alle drei treffen, ne? Ah, warte, ich hab eine Idee. Ist auch so. Und dann? Hey, Quatsch, da. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff.
Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Ja, was kann das wohl sein? Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Okay, warte. Aber mal. Was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht. Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier okay. Steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Okay, also ich habe den jetzt zwar jetzt abgeschirmt, aber ich komme hier trotzdem nicht weiter. Obwohl. Wer da? Suche weiter. Aua. Wieso? Wieso nicht, ist die Frage. Da bist du. Oh. Okay, kann ich noch hinher springen. Ich brauche einen Würfel. Der Würfel wird da oben ganz gut beschützt. Okay, warte mal. Wie kann ich denn da? Was kann ich denn da machen? Das ist uncool. Aber ich... Warte mal. Ja, ich bin hier, du Affe. Aber wie komme ich da an euch vorbei? Warte, ich hab eine Idee. Ja, das war nicht so eine gute Idee. Das war eine scheiß Idee, um ehrlich zu sein. Warte mal, die stehen da ja ganz vernünftig rum, aber... Natürlich bist du nicht böse, aber... Ja, das geht nicht. Wie kann ich die denn da oben platt, da drüben platt bekommen? Wie kann ich überhaupt da hochkommen? Das ist eine ganz andere Frage. Hier springe ich ja nur hoch und runter, aber das bringt mir alles nichts. Wie komme ich denn da rauf? Warte mal.
müssen wir doch, irgendwie müssen wir die doch da. Was übersehe ich denn gerade? Hallo. Ja, da bin ich, aber ich will eigentlich nicht sterben hier. Das geht ja nicht, da schießen die auch gleich auf mich. Ach man! Hä, was ist denn? Was ist denn die Idee jetzt dahinter? Das verstehe ich gerade nicht. Wahrscheinlich total simpel. Aber ich kann die ja auch nicht kaputt machen da. Ich kann mich ja nicht mal irgendwo reinfallen lassen. Da kann ich nicht springen, oder? Versuch's mal. Oh! Wow! Nein, das klappt nicht! Boah, das klappt nicht, okay. Hier irgendwo noch irgendwas. Oh, ja. Ich kann hier aber auch nichts machen irgendwie. Wie soll das denn funktionieren? Mann, ey. Okay. Ich muss auf jeden Fall da durch. Okay, hier geht die Wand durch. Dann haben wir das. Ach, jetzt weiß ich wie. Wie dumm bin ich denn? Dann bleiben wir doch hier hängen. Das war ziemlich bescheuert von mir. Ganz ehrlich, so simpel und trotzdem steht man da auf dem Schlauch, ne? Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Eigentlich ganz leicht. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Okay, aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Okay, warte mal.
Oh, das ist schon mal gut. Richtig schlecht gesetzt. Hallo. Guck mal, durch die, der Laser schießt doch durch die Glaswände durch. Gut zu wissen. So. Oh Gott, diese Psychotante, ey. Aperture Laboratories. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Okay, die Tür aufzubauen und das Ding da oben war. Würfel erstmal holen. Das war ja die leichte Geschichte jetzt. Das ist die Frage, wie wir da hinkommen. Nochmal einen Testlauf machen kurz. Okay, der geht runter. Da komme ich ja nur drauf, wenn der... in der Höhe von dem nur, ne? Macht doch keinen Sinn. Muss er da vorfallen? Da muss er hinfallen. Aber wie? Schon richtig so, ne?
müsste doch darauf fallen, oder bin ich blöd? Oder denke ich verkehrt? Testen wir mal. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Oh, geil, das ist geil, das ist auch geil, das finde ich echt. Oh oh. Schon irgendwie toten Kandidaten da für mich. Die Überraschung. Ah, okay. Überraschung in 3, 2, 1. Ich habe gelogen. Überraschung. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Oh. Okay, da hinten ist irgendein Roboter-Ding. Mal kurz überlegen, was ist hier noch? Oh, was gibt's denn hier noch? Gibt's da irgendeinen Knopf? Da hinten ist ein Würfel, den brauchen wir auf jeden Fall. Aber warum, was kann ich. Den Würfel brauche ich um. Okay. Fangen wir mal runter, das macht keinen Sinn. Aber muss da immer einen Schalter geben. Aber wo gibt's den Schalter? Wo ist der Schalter, um das Ding da oben rauszubekommen? In diesen dunklen Dingen geht es natürlich nicht, aber... Tatsächlich weiß ich gar nicht, wo es hingeht jetzt hier. Das ist ja komisch. Schutz, das habe ich gesehen. Aha. Oh. Ja, du geht's ja auch. Okay, das ist natürlich dumm. Aber wie kriegen wir denn hier irgendwo eine Wand geben, die die aufhält? Nochmal. Guck mal, die rammen sich? Okay. Das heißt, wir müssen da eine Wand hochmachen, da hinten. Gucken wir mal. Beide sind drüben.
Oh. Okay, warte mal. Das ist ein bisschen dumm mit dem so. So, der haben wir zumindest schon mal zerstört. Ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. So. Die ist doch echt gemein, ne? Kann laufen will. Perfekt. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich glaube, das war die letzte Kammer für heute. Ich gehe noch mal kurz runter, gucken, ob die noch irgendwas Besonderes sagt. Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mache gerade Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry... Wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. 5 Kammern hört sich gut an. Aber wir machen trotzdem jetzt Schluss. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. So, bis hierhin. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren. Und falls ihr Spaß gemacht habt, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.